Anja. Willkommen zurück. Wie war dein Urlaub? Sehr schön. Was hast du gemacht? Nichts Besonderes. Gemalt, beim Sport gewesen, das gleiche wie immer. Die Anja, die geht jeden Tag. Wie viele Stunden trainierst du? Ja, zwischen 1,5 und 2. Aber in deinem Alter hat man noch voll die Motivation. So, ich gucke mal, dass ich das dann 45 Minuten durchkriege. Aber ich mache 36 Sätze in 45 Minuten. Also da ist schon Zucht drin. Übrigens, ohne kann man nicht leben. Ne? Ich trinke keinen Kaffee mehr. Ach, hast du wieder aufgehört? Ja, ich trinke keinen Kaffee mehr. Da ich immer pinkeln muss, wenn ich Kaffee trinke. Ätzend, boah, zum Kotzen. Ganz, ganz schlimm. So, wir haben uns mal überlegt, wir machen heute mal so ein freies Video. Was habe ich mir denn hier alles aufgeschrieben? Letztens habe ich mit der Lucy über lustige Geschichten geredet. Beim Tätowieren. Hast du auch schon lustige Geschichten? Boah. Ich überfalle dich jetzt gerade so ein bisschen, ne? Ja, da hätte ich mir Gedanken machen müssen. Schwierig. Ich wurde mal von der Kundin angefurzt. Als ich ihr den Po tätowiert habe. Hat die sich wenigstens entschuldigt? Nee. Nein? Hat die so getan, als ob das so gar nicht... Sie ist das so einfach so übergangen, ja, ne? Also, nicht thematisieren. Aber kann passieren, ist ja nicht schlimm. Hast du schon mal irgendwelche Namen tätowiert? Also sei es jetzt, was wir des Öfteren haben, sind Katz an Armen oder zum Beispiel Kaiserschnitt. Hast du sowas schon mal tätowiert? Nicht wirklich, also eher so Dehnungsstreifen oder so, was ja leider viele Frauen sehr stört. Was ja auch überhaupt nicht schlimm ist, aber viele wollen es abgedeckt haben und sind ja auch kleine Narben, aber jetzt so richtig vernarbtes Gewebe wird noch nicht tätowiert. Okay. Also ich muss sagen, zum Thema Kaiserschnittnarben, ich habe schon das öftere Mal Kaiserschnittnarben tätowiert und man kann das, also ich tätowiere ja unheimlich gerne Blumen. Ich liebe es, Blumen zu tätowieren. Und man kann da unten so eine schöne Blumenranke drüber machen. Dann siehst du die Kaiserschnittnarbe nicht mehr. Also passt sich auch unheimlich gut ein, dass man wirklich am Ende, wenn man es natürlich weiß, klar, dann sieht man es, aber sonst ist es weg. Wirklich. Also es ist eine gute Möglichkeit, das zu machen. Dann Cut-Narben an den Armen sehen wir leider sehr häufig. Also ich bin da wirklich auch durch alle Altersgruppen, klar natürlich bei jüngeren Menschen mehr vertreten, aber schon oft, dass wir das sehen, aber da kann man halt auch, dann haben wir halt oft die Frage auch gestellt, so kann man das abdecken? Ja, man kann. Natürlich ist das Risiko, dass ein Tattoo im Narbengewebe verläuft, ein bisschen höher, aber es ist auf jeden Fall möglich. Ja. Ich habe sogar mal gehört, auf einer Schulung, auf der ich war, dass es sogar positiv ist, wenn man Narbengewebe tätowiert, dadurch angeblich die Kollagenproduktion angeregt werden soll und das beim Abheilen der Narbe hilft. Ne? Aber du noch nicht sowas gehabt? Nee. Okay, kommt noch. Glaub mir, es kommt noch. So. Wie ist das? Wie stehst du persönlich dazu, jemanden zu tätowieren, der unter 18 ist? Ich finde, man sollte sich halt gut überlegen. Also es geht ja eh auch nur mit Einverständniserklärungen der Eltern. Weißt du, was ich gestern gesehen habe? Ich habe gestern ein Video auf Galileo, wir wollten so Reaction-Videos machen. Ich habe mir ein Video über Tätowierung von Galileo angeguckt. Das stimmt nicht. Nicht? Ich habe es auch gedacht. Wirklich, ich habe bis gestern gedacht, unter 18 Jahren braucht man die Einverständnis der Eltern. Wir würden es auch nicht anders handhaben, weil das natürlich auch jedes Tattoo-Studio machen kann, wie es will. Aber sobald man die geistige Reife hat, und das ist, glaube ich, ab dem 7. Lebensjahr oder so in Deutschland Gesetz, ich müsste mir das Video nochmal angucken, da wird es nämlich drinnen erwähnt, könnte man sich tätowieren lassen. Ja, dann werden nicht die Eltern wegen Körperverletzung anzeigen. Ja, das ist im Grunde genommen, ist man raus. Also ich habe es wirklich, es war gestern in dieser Sendung, und da wurde es gesagt, ich müsste es jetzt natürlich mal von einem Anwalt checken lassen, um halt auf Nummer sicher zu gehen, aber ich denke, dass die da bei Galileo da keinen Mist erzählt haben, weil das wird ja vor den Shitstorm gehen. Ja? Mhm. Aber ich war schon sehr überrascht.
Aber was gäbe es denn zum Beispiel für Motive, die du minderjährig nicht tätowieren würdest? Jetzt so Klassiker wie Namen von Partnern? Nein, nee. Ich denke so groß. Allgemein jetzt manche Körperstellen halt nicht, also jetzt nicht den Hals oder die Hände oder sowas natürlich. Dann eher so zeitlose Sachen, wie wenn jetzt ein Mädchen Blumen haben will, denke ich mal, wird sie die, wenn sie älter ist, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie die dann auch noch mag. Wenn ich jetzt dran denke, ich bin ja jetzt auch erst 23, aber mit 18 hatte ich ja einen ganz anderen Geschmack als jetzt. Ich habe mal einen tollen Spruch gehört. Mit einem Tattoo legt man sich den Geschmack von morgen auf. Deshalb sind, ich finde zum Beispiel, wir haben öfter Leute, die kommen zu uns und wollen etwas gecovert haben, weil es nicht mehr modern ist. Dann rate ich denen immer davon ab, weil das, was womit es dann gecovert wird, ist ja irgendwann auch nicht mehr modern. Was machen sie denn dann? Ja? So, und ich finde auch immer, natürlich, wenn ein Tattoo total versaut ist oder so, dann covert man das. Ne? Aber wegen modern, ich habe zum Beispiel ein Tribal. Ich würde das nie covern, weil das ist ein Teil meiner Jugend. Das ist ein Teil meines Erwachsenwerdens. Und wenn ich da drauf gucke, dann verbinde ich das mit schönen Erinnerungen. Und deshalb, ich würde nie auf die Idee kommen, dieses Tribal zu covern. Ja, Tribals kommen jetzt doch auch wieder so ein bisschen. Allgemein so die 90er und so. Ja, das stimmt. Es kommt sowieso immer alles wieder. Ja. Das Beste sieht man immer bei Schuhen. Ich weiß nicht, diese Converse Chucks, ich glaube, die sind das dritte Mal mittlerweile modern gewesen. Waren die jemals nicht modern? Ja, ich glaube, das hat immer sowas auch mit dem Kreis, in dem man sich bewegt, zu tun. Ne? Aber so die große Masse, da sind sie auf jeden Fall das dritte Mal. Also einmal, da war ich noch gar nicht da, da weiß ich es. Und dann so in den 90ern waren sie modern und dann waren die ja jetzt so vor 3, 4, 5 Jahren nochmal. Gut, ich finde das immer sehr gut mit dir Videos. Ich mag das. Du magst das nicht so, ne? Hält sich in Grenzen. Hält sich in Grenzen. Okay. Was würdest du denn im Allgemeinen niemals tätowieren? Ja, tatsächlich den Klassiker ACAB oder 1312 würde ich nicht machen. Ich finde das mit 1312 immer so, so cool. Wenn dann ein 18-Jähriger, der 60 Kilo wiegt, 1312 tätowiert haben will. Finde ich immer, dann sage ich so, Alter, lass das doch sein. Ja, keine Ahnung, oder allgemein so politische Sachen, Beleidigungen. Ja. Ja. Ich finde, ja, das stimmt. Was ist denn so dein Lieblingstattoo-Stil oder welche Motive tätowierst du am liebsten? Wo willst du dich mal hinentwickeln? Ja, es ist schwierig, weil viele Sachen mir Spaß machen. Dotwork mag ich sehr gerne. Oder so. Ich mag gerne so detaillierte Sachen. Also mir macht auch Realistik Spaß, aber am schönsten finde ich es immer, wenn man halt das Motiv mehr designen kann. Und bei Realistik ist es ja mehr, kopieren. Das ist ja mehr an ein Foto gebunden und das realistisch zu kopieren. Mir macht es halt mehr Spaß, wenn ich wirklich mit einer weißen Seite anfangen kann und dann daraus ein Motiv machen. Mhm. Ich finde es immer schön, wenn der Kunde sagt, so, mach mal. Ja. Mach mal. Ja, das finde ich cool. Okay, super. Dann würde ich sagen, erste Video nach deinem Urlaub. Ich hoffe, es war nicht zu schlimm für dich. Nein. Und nochmal willkommen zurück und auf die nächste Zeit mit wunderschönen Tattoos.